einen eigenen Film machen. Das heißt viel Arbeit. Drehbuch schreiben, Schauspieler casten, jede Szene x-mal drehen. Doch wer weiß, vielleicht gewinnt der eigene Streifen ja sogar einen Preis. Denn schon bald werden wieder die Jukis vergeben. Juki, das ist Österreichs größter Filmnachwuchswettbewerb. Mehr erfährst du im GoTV Feature. Ja, hallo, wir sind Anna und Sebastian von der Juki. Ihr seid GoTV. Be part of it. Bereits zum 11. Mal steigt in Wales das internationale Jugend- und Medienfestival Juki. Die Möglichkeit für junge Filmschaffende, ihre Filme einer Jury und dem Publikum zu präsentieren. Mehr erzählen wir Sebastian Höglinger und Anna Spanlang vom Festivalteam. Die Juki 11 wird dieses Jahr von 17. bis 21. November in Wales eben stattfinden, und zwar im Medienkulturhaus und im alten Schlachthof in Wales. Natürlich, wie wir schon gesagt haben, der Hauptteil besteht aus Wettbewerb und Sonderprogramm. Die sind jeweils relativ früh, also am Vormittag werden diese Programme eigentlich gezeigt, was also ein bisschen eine Besonderheit des Festivals ist. Einfach um auch Schülern und Schülerinnen irgendwie die Möglichkeit zu geben, irgendwie dort anzureisen, auch im Kollektiv. Am Nachmittag wird es dann eben diese Diskussionsprogramme geben und die FM4 Jugendschiene. Aber es ist sehr spannend, also man kann echt so den ganzen Tag dort verbringen. Es gibt was zum Essen, es gibt was zum Trinken, es gibt viele Leute, mit denen man reden kann, und es macht einfach auch Spaß, einfach nur dort zu sein und die Atmosphäre so irgendwie mitzukriegen, was sich da alles tut. Gezeigt werden Filme in den Altersklassen 10 bis 20 sowie neu im Programm von Filmemachern bis 26. Aus insgesamt 400 Einreichungen haben es dieses Jahr 73 Filme ins Hauptprogramm geschafft, darunter Schmankerl aus aller Welt. Ein Beispiel eben, das wir jetzt auch mitgebracht haben, ein Ausschnitt No Stranger to Poverty von einer südkoreanischen Filmemacherin. Sehr skurriles Kino, sehr farbenprächtiges Kino eigentlich. Mario! Ein anderer Film, der auch noch im Programm läuft, ist Clint von Philipp Scholz, der sich halt damit beschäftigt hat, mit dem Problem Rauchen. Und da geht es eben darum, dass seine Freundin dann, glaube ich, ihm droht, Schluss zu machen. Und man sieht halt in ganz witzigen Einstellungen und Szenen, wie sie halt darauf reagiert. Let's get ready to rumble! Die Juki ist auch ein Ort spannender Diskussionen. Es geht um die Entwicklungen in der Medienwelt, von Film, Radio bis hin zu Internet. Jugendliche und Medienprofis tauschen sich aus. Neue Ideen entstehen, ganz zu schweigen von den Workshops. Heuer drei ganz besonders schöne, wie ich finde, also Sounddesign mit Bernhard Fleischmann, Filmkritik im Radio mit der Petra Erdmann von FM4 und der dritte Regie-Workshop mit Alexis Dos Santos, argentinischer Filmemacher, der auch bei der Biennale unter anderem immer wieder Gast war. Last but not least, kein Filmfestival, genau, ohne richtig fette Partys. Am Programm stehen unter anderem Konzerte mit B. Fleischmann und natürlich die große Abschlussgala. Alle Termine gibt's wie immer auf gotv.at. Außerdem erwartet dich ein Hosted by Juki. Wir zeigen Musikvideos, thematisch passend zum Festival oder auch einfach, was uns gefällt. Zum Beispiel unter anderem von Joy Division, Blumenfeld, den Goldenen Zitronen und Bernhard Fleischmann.